Hallo, in diesem Video möchte ich ein besseres Verständnis für Relationen oder später auch Funktionen schaffen. Das Ganze deswegen, weil ich selbst auf der Suche nach einem besseren Verständnis für Relationen war und es am Anfang relativ schwierig ist. Ich selbst hatte zuerst die Wikipedia hier unten angelesen und das hat mich nicht ganz so viel weitergebracht, aber dann hier die Wikibooks-Seite für Mathe-Nicht-Freaks war dann sehr aufschlussreich. Und nachdem ich die Wikibooks gelesen habe, konnte ich auch die Wikipedia verstehen und dann ging das auch einigermaßen. So, dann wollen wir erstmal zur Definition oder zur Schreibweise kommen. Und da kurz vorweg, wer von euch Probleme damit hat, am besten erstmal freimachen von irgendeinem Verständnis, was man bisher zu diesen Wörtern hat, weil sonst zieht man am Ende falsche Schlüsse zu früh. Okay, die Frage, was ist eine Relation eigentlich? Im Grunde, ganz einfach gesagt, eine Relation ist eine Menge. Nichts anderes. Das bedeutet für uns, dass alles, was mit irgendwelchen Mengen geht, was man so kennt aus früher der Schulzeit, das geht auch alles mit Relationen. Und um mal ein bisschen besser auf das Wort Relation zu sprechen zu kommen, eine Relation ist im Grunde einfach nur eine Beziehung und genau das drückt eine Relation auch aus, nämlich eine Menge, also ich habe ja eben gesagt, es ist eine Menge, und es drückt eigentlich nur aus, dass es eine Menge ist aus irgendwelchen Dingen, die in irgendeiner Verbindung miteinander hängen. Ein ganz einfaches Beispiel wäre mal, wenn wir sagen, 3 ist größer als 2. Das ist jetzt keine Relation, aber größer als ist eine Relation. Und man kann jetzt ja hier raussehen, okay, die 3 und die 2, die hängen ja in einer Verbindung miteinander. Nämlich in einer Größer-als-Verbindung. Die 3 ist nämlich größer als die 2. So, aber dann können wir es wieder wegmachen hier. Aber dazu gleich mehr sowieso. So, wenn man jetzt geht's los erst, wenn man jetzt in irgendwelche Schulbücher guckt, dann steht da meistens sowas drin wie, eine Relation ist eine Menge von n-Tuppeln. Und das war eigentlich eine falsche Betonung. Eigentlich heißt es eine Menge von n-Tuppeln oder so. Was das konkret bedeutet, nur kurz angeschnitten, wer es nicht weiß, es gibt ja zum Beispiel Vektoren, die kennen wir ja hoffentlich alle. Ich muss die mal größer machen, zum Beispiel 2 und 3, sieht echt hässlich aus. Wir wissen ja alle, dass der Vektor 2 und 3 nicht der gleiche ist wie 3 und 2. Und zu sowas sagt man dann zum Beispiel auch ein geordnetes Paar, weil die Ordnung wichtig ist. Oder man sagt auch Tuppel dazu, das ist genauso ein Tuppel. Nur meistens schreibt man das dann für Mengen oder sowas nicht so, sondern da würde man das dann so schreiben. Diese Schreibweise für Vektoren gibt es ja auch. So, und das n bedeutet einfach nur, dass hier beliebig viele drin sind. Also in dem Fall ist es jetzt ein Zweiertuppel, aber es kann ja auch sein, dass hier 3 Stück drin sind. So. Was bedeutet das konkret? Eine Relation kann ja auch was beschreiben, nämlich die Beziehung zwischen 3 verschiedenen Zahlen oder Dingen, Objekten, was auch immer. Müssen keine Zahlen sein. Können auch ein Dreieck sein, könnten auch Autos sein. Geht alles. So, und konkret sieht das dann in der Mathe-Sprache meistens so aus, dass Relation wird hier mit R gekennzeichnet, weil es ja der gleiche Anfangsbuchstabe ist. Also eine Relation ist eine Menge. Dafür haben wir jetzt hier die geschweiften Klammern. Dann haben wir hier unser geordnetes Paar, nämlich die Tuppel. Und hier wird dann einfach nur gesagt, was da drin steht. Also was A bedeutet und was B bedeutet. In unserem Fall steht hier dann, ist ein Element aus A und ist ein Element von B. Und A und B sind hier jetzt nicht definiert. Aber man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass A die Menge aller verschiedenen Dreiecke sind. Und B die Menge aller verschiedenen Vierecke. Oder alle Autos. Die müssen theoretisch erstmal, kann das alles sein. Das heißt, das hier ist eine sehr allgemeine Definition. Da kann alles drin sein im Grunde. Wichtig ist im Grunde nur, dass das eben in so einem Tuppel ist, in einem in dem Fall geordneten Paar, weil es nämlich nur 2 sind. Und ein Paar ist ja bekanntlich 2. So, man könnte das Ganze jetzt auch abkürzen ein bisschen hier. Man könnte auch sagen, dass die Relation R so aussieht. Das ist im Grunde eine Kurzschreibweise für hier. Ob das jetzt mathematisch alles so erlaubt ist, weiß ich nicht, aber man sieht es auf jeden Fall, wenn klar ist, dass A und B eine Menge ist. Ein bisschen praktischer könnte man das auch so schreiben. So, wenn es jetzt, also das ist natürlich jetzt nicht A und B, wir haben jetzt A und B nicht definiert, aber bei Vektoren hier zum Beispiel ist es ja meistens so, dass das irgendwas in den reellen Zahlen sein kann, mal so allgemein, kann natürlich alles sein auch wieder. Aber das ist jetzt auch wieder hier eine Kurzschreibweise für sowas eher Praktischeres. Ich könnte ja auch einen Vektor schreiben, wenn ich meine, dass es ein Vektor aus den gesamten, in dem gesamten Bereich ist, der reellen Zahlen, dann kann ich auch sowas schreiben. Das ist ja nicht verboten erstmal. So, jetzt will ich nochmal auf die Größe als Relation zu sprechen kommen, aber davor nochmal einfach kurz, ganz kurz zusammengefasst. Eine Relation ist einfach nur eine Menge aus geordneten Paaren, die, ich sag mal, beliebig viele Elemente haben können. Das ist alles. Mehr ist das nicht. Es ist immer so. Und in jedem Fall kann man so darüber denken. So, aber jetzt weiter mit der Größe als Relation. So, ich gehe nochmal zurück. So wie wir das jetzt hier geschrieben haben, können wir das mit der Größe als Relation genauso schreiben. So, hier sagen wir einfach nur, dass diese Größe als Relation eine Menge ist aus
allen A und B, die in den natürlichen Zahlen sind, also für beliebige natürliche Zahlen, wo gilt, dass das erste, also A, größer ist als das zweite. Das ist übrigens ein mathematisches Und, für alle, die es nicht kennen, es ist kein halbes A. So, was heißt das jetzt konkret? Wir können die Menge einfach mal aufbauen, weil es eine Menge ist. Wir fangen am besten einfach mit der geschweiften Klammer an. Wir können ja mal hier testweise reinschreiben, 1,1. Jetzt können wir gucken, ist denn das gegeben? A ist größer als B, 1 ist nicht größer als 1. Das stimmt nämlich nicht. Das Ding hier wäre nicht in unserer Relation drin. Ich meine, das ist jetzt für allen klar, aber nur nochmal ausführlich. Weil die Beziehung zwischen 1 und 1 ist keine größer als Beziehung, sondern eine Gleichbeziehung. Also ist 1 und 1 nicht drin, kurz gesagt. Wir können den nächsten testen. 2, 1 ist drin, weil 2 und 1 stehen in der Relation, dass 2 größer ist als 1. Also in der größer als Relation. Genauso die und so weiter. Wir können ja einfach mal gucken, was jetzt passiert. Wir wissen, okay, das erste ist auf jeden Fall nicht drin, das brauchen wir gar nicht hinschreiben. Wir machen jetzt einfach mal weiter, wenn wir jetzt B ändern würden, wird ja sowas rauskommen und es ist natürlich wieder nicht drin, weil 2 ist wieder nicht größer als 2. Ich meine, das ist hier allen klar, hoffe ich zumindest. Aber 3 ist wieder größer als 2 und so setze ich das immer weiter fort. Also diese ganzen einzelnen Elemente sind da drin. Und wenn ich jetzt irgendwo was habe, wir können ja hier mal ein paar Pünktchen hinmachen und die Klammer noch zumachen. Und wenn ich hier, so, und wenn ich jetzt hier einen Ausdruck habe, zum Beispiel 3 größer als 2, dann können wir uns, der ist ja entweder wahr oder falsch. Der ist ja nicht 5, der ist ja wahr oder falsch. So, und jetzt können wir uns überlegen, was bedeutet dieser Ausdruck eigentlich für uns? Für uns bedeutet der Ausdruck, wenn wir den sehen, wir kennen jetzt hier die Menge, wir wissen, was da alles drin ist. Und der Ausdruck prüft einfach nur, ist das denn in der Menge drin? Und das ist alles, was der Ausdruck sagt. Ist das denn in dieser Menge drin, die bestimmt, welche alle größer als die anderen sind? So, aber das nur am Rande. Und für das Aufbauen, also es gibt ja meistens irgendwelche Ausdrücke, sowas wie, ich gehe nochmal zurück, sowas wie das hier. Irgendwas so Theoretisches und dann versucht man sich natürlich irgendwie so ein Bild aufzubauen. Und im Grunde ist es an der Stelle egal, in welcher Form man sich dieses Bild aufbaut, in welcher Form diese Menge hier entsteht im Kopf. Es ist nur wichtig, dass nachher die komplette Menge so dasteht. Also so wie wir das jetzt gemacht haben, war es ja so, wir haben im Grunde erstmal alles aufgeschrieben. Wir haben also auch 1, 1 aufgeschrieben und dann haben wir geguckt, was ist eigentlich nicht in der Menge. Haben wir das weggestrichen und imaginär auch das hier. Man kann natürlich auch sagen, okay, wenn man sich das jetzt im Kopf aufbaut, man schreibt es überhaupt nicht hin, sondern man macht so Stück für Stück. Man überlegt sich so für dieses Element und für dieses Element und für dieses Element. Und dann kommt man irgendwann hier hin und dieses, ach, das ist gar nicht drin, schreiben wir gar nicht hin. Ach, das ist auch gar nicht drin, schreiben wir gar nicht hin. Ah, okay, das schreiben wir rein. Also es ist egal, wie man sich diese Menge jetzt im Kopf zusammenstellt sozusagen. Wichtig ist nur, dass sie dann nachher da ist, weil das ist, ich sag mal, ich nenne das einen zeitlosen Ausdruck. Das finde ich immer ganz passend dafür. Weil es ist ja nicht wie bei der Programmierung, dass hier eine Schleife abgearbeitet wird, sondern es ist ja das Ergebnis, worüber hier gesprochen wird. So, jetzt aber nochmal kurz, ich hatte es ja eben schon mal wieder weggemacht, 3 größer als 2, habe ich ja eben schon erklärt, wie man sich das vorstellen kann. Jetzt kann man das aber auch anders schreiben, und zwar so, wie ich das eben erklärt habe, wie man sich das vorstellen kann. Nämlich diese 2 sind ein Element der Relation größer als. Das ist nicht falsch, das ist mathematisch korrekt und hat dieselbe Bedeutung wie das, was auf der linken Seite steht. Schreibt natürlich nur keiner. Zumindest nicht, wenn es sich um sowas handelt. Man schreibt es natürlich schon, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, A ist ein Element von A. Also kleiner ist ein Element von groß A. Wie ich das jetzt, ich gehe nochmal zurück, wie ich das hier geschrieben habe. Ist nämlich genau dasselbe. Weil A ist ja im Grunde auch nur eine Menge. Genauso wie die Menge, die die Relation repräsentiert. Und deswegen kann man das hier genauso schreiben. Weil das hier ist ja auch nur ein Element, wie wir hier gesehen haben. Ich habe übrigens hier ein Komma vergessen. Achso, weil das erste Element gar nicht da ist. Okay. Also das hier ist überhaupt kein Problem.